So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben wieder was Interessantes gefunden, denn die Seite pokefans.net hat was gepostet. Pokémon Go, Vorbereitung auf die 5. Generation. Da also von der 4. Generation jetzt schon fast alle Einträge vorhanden sind und alle legendären und das sich immer weiter füllt, ist damit zu rechnen, dass die 5. Generation auch irgendwann released wird. Vielleicht Ende des Jahres 2019. Sie haben ja eigentlich immer so zum Ende des Jahres irgendwie neue Sachen gebracht oder von was anderem was reingeschmissen oder auch damals beim Halloween-Event schon Geister von der nächsten veröffentlicht. Insgesamt kommen also 156 neue Pokémon mit der 5. Generation ins Spiel. Und wir wollen mal kurz drüber schauen, uns die Liste mal angucken, was da so alles dabei ist, weil die kenne ich selber alle noch nicht. Wie gesagt, ich kenne immer nur die 1. Generation, fand ich auch die beste, die war noch krass, die war noch cool. Der Rest ist irgendwie viel zu bunt und zu kitschig. Ob das bei der 5. auch so ist, werden wir natürlich jetzt sehen. Liste der Pokémon der 5. Generation, angefangen mit Victini. Was total komisch ist, weil ihr ja wisst, normal starten die Generationen ja immer mit den Startern, dem Pflanzenangreifer, Wasser- und Feuerangreifer. Und hier, bevor die Starter kommen, ist erstmal ein einzelnes Pokémon davor gesetzt mit Victini. Warum das so ist, was das Besondere daran ist, weiß ich jetzt nicht. Ist so, vielleicht wisst ihr da mehr, ihr seid ja alle Pokémon-Freaks, kennt euch da aus. Dann haben wir natürlich wieder den Pflanzenstarter Serpifeu mit seinen Entwicklungen, wie ihr hier seht. Ja, kann man mal lassen. Den Feuerstarter Floink, den finde ich sogar eigentlich cool, also der sieht richtig gut aus. Zumindest hier in der ersten Form, also erinnert mich auch ein bisschen irgendwie an Miltank mit dieser schwarzen Ledermaske. Entwickelt sich also dann zu Flambirex am Ende, was irgendwie auch so Ähnlichkeit hat mit Markbrand. Vielleicht kennen die sich ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall der Feuerstarter, das ist also das neue Glurak, was aussieht wie ein Schrank. Dann haben wir Otaro. Der sieht leider ziemlich traurig aus, aber irgendwie süß. Ist natürlich der Pflanzenstarter, also das Schicki sozusagen. Der ist cool, weil der traurig ist. Das mag ich. Ich mag traurige Dinge und süße Dinge und brutale Dinge. Aber der wird dann ein richtig harter Knüppel, wie ihr seht. Schon in der 2. hat er eine fiese Fresse dran und guckt ganz böse. So muss es sein. Ne? Lass dich nicht erdrücken. Das sieht dann noch aus wie Grumpy Cat und dann boom. Dann ganz speziell, was viele natürlich feiern, Nagelotz und guck mal da. Eben wegen diesem Blick, der hat ja auch so viele Gastrollen und besondere Auftritte auch im Internet gehabt. Guck mal da, ganz bekannt. Also so, den habe ich auch schon mal gesehen, wusste aber nicht, zu welcher Generation der dann gehört. Yorklef, Terry Bark, also Clef und Bark, ne? Hunde, ist ja okay. Bisbark, nicht Bismarck, sondern Bisbark, hat auch 3 Entwicklungen. Geht es hier weiter mit Felilou, Cleoparda. Also die Namen sind wie immer richtig genial. Vegimak, Vegicita, also die vegetarische Variante vom Mak. Dann die Fleischvariante vom Mak, nämlich Grillmak und Grillcita. Die Wasservariante, Sodamak, Sodacita. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Was haben wir dann? Somnium und wird zu Somnivora. Somnivora sieht auch richtig komisch aus. Was ist das? Was soll das sein? Warum macht man sowas? Blendet die Weiterentwicklung einfach aus. Somnium, ja, das kann man noch lassen, sieht noch gut aus. Dann Dusselgur. Und das wird vielleicht das neue Taubsi sein, so wie Taubsi und Balbini und alles andere. sieht eigentlich richtig genial aus, ist nämlich eine Taube. Da fällt mir ein, Taubsi war gar keine Taube, oder? War Taubsi eine Taube? Das ist auf jeden Fall eine Taube. Sind Tauben nicht grau und machen Gurr? Taubsi hat nicht Gurr gemacht, aber Dusselgurr, Navitaub, Faser, Snob hat wieder 3 Entwicklungen, also ja. Dusselgurr ist cool, sieht gut aus, auch dieser Blick einfach. Dieser leere Blick ins Nichts, richtig genial. Was haben wir da noch? Elizeba Zebritz. Das ist vielleicht so wie Voltenso und Dings. Erinnert von den Farben aber auch eher an Hundemon und Hunduster oder so. Also viele haben da ja immer Ähnlichkeit mit bereits aus anderen Generationen erschienenen. Kiesling, Sedimantur, Brokkolos, Fleckneul. Ja, das hätte vielleicht auch süß sein können, finde ich aber irgendwie nicht. Was
haben wir noch? Rotomurf, also ein Maulwurf von Stalobor. Erinnert dann ein bisschen wieder an Stolos. Könnte sich auch mit dem messen. Also richtiger Dude. Ordoch, Praktibalg. Ordoch wahrscheinlich wieder ein einzelnes natürlich vom Typ normal. Und dann habt ihr hier, was ich cool finde, Praktibalg. Ein Kampf-Pokémon wird zu Streboli-Kampf-Pokémon und zu Meister Grief. Und der hat erst so einen kleinen Holzkanten da, dann hat er einen Stahlträger und dann zwei richtige Betonklötze. Das finde ich richtig cool. Auch die große Clownsnase, die er hat und den Zipfel auf dem Kopf als Meister Grief oder auch vorher als Streboli mit diesem Blumenkohlkopf und dem Stahlträger, dieser Weste, der sieht richtig genial aus. Also den finde ich genial. Da gucken wir mal kurz drauf. 2100 noch was, aber die letzte Form 3224, also sehr cool. Man weiß natürlich nicht, ob die Werte so stimmen und das wirklich so dann reinkommt, wäre aber genial. Dann im Prinzip so eine Art Quapsel ist auch wieder dabei, ja, von süß zu hässlich zu genial, denn Branavatz, mal ehrlich, der sieht doch cool aus, oder? Mit den roten Kifferaugen auf 2,5, richtig genial, der hat sein Leben gelebt auf jeden Fall. Jutesto Karatonis. Ja, zwei Kampf-Pokémon noch für zwischendurch. Dann wieder ein paar Pflanzen. Toxipet, Käfer, Gift. Da haben wir noch den Human Centipede dabei. Zerapendra. Was haben wir noch? Baumboll, Elfun, Liminib, Dresella. Also, das ist lauter so kitschiges Zeug, das. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man damit wirklich was machen kann oder nicht. Dann haben wir ein Barschwa. Ach, kein Barschwa, ein Kanivanya sozusagen. Als Barschuft, Rotling und Blauling. Ein Ganovil, Boden und Licht zu Rockkaiman. Und Rabigator. Das wird bestimmt ein Ismus sein neuer Liebling. Nachdem er ja immer Kanimani und Impergator gejagt hat, wird er vielleicht jetzt statt einem blauen Impergator auf das rote Rabigator gehen. Reicht 3023, ist also auch eine coole Socke auf jeden Fall. Das muss er einfach feiern. Er muss dann zwei Teams haben: Impergado, Rabigado, jeweils 6. Das will ich sehen. Ist wohl von dir auf jeden Fall. Flampion, Flampivian, Flampivian Trance-Modus. Ja, Maracamba, Litomit. Also, das sind viele. Das ist wie so wie Krabi und Kingler, aber einfach ein riesen Stein als Panzer da hinten drauf geknallt. Ja, das ist hässlich. Das sieht auch komisch aus. Das könnte sowas wie Natuxadus sein. Dann wieder irgendwelches Gewürzel. Nochmal eine Schildkröte. Galapafloss. Karipas. Soll ich sagen, ein Papagei. Aber na gut, das sieht er doch aus wie ein Urzeitvogel. Etwas. Aeropteryx. Okay, jetzt sind wir schon also bei den Dinosauriern angelangt. Dann ein komischer Haufen, ein Giftmüllhaufen, Deponitox wird das dann. Und da, das sieht doch aus wie Sneevil und Sneepuna. Hey, zur Ruhe auch dabei. Dann wieder was Süßes, wir wollen ja auch wieder auf die Jüngeren eingehen. Ja, mit Mandel, ne, von Winder, ganz toll. Monozyto auch dabei, Mitodos, Zytomega in dieser komischen grünen, geleeartigen Flüssigkeit eingelegt, wie sich es immer weiterentwickelt. Dann noch so eine Art Schwan, Pelikan, irgendwas Vogelartiges. Dann habt ihr hier auch eine Eistüte vom Softeis zum Super Double Mega Eis. Sesokids, Frühlingsform, Sommerform, Herbstform. Winterform und dann natürlich Kronjuwel, die Entwicklung davon. Das sieht eigentlich total süß aus. Und dann kommt die Entwicklung und es ist einfach nur so ein Hirsch. Sieht einfach aus wie ein Hirsch und die verschiedenen Formen. Naja, da finde ich ja die Frühlingsform noch okay. Sommerform mit diesem extrem grünen Busch auf dem Kopf. Naja, kann man lassen, muss man nicht. Herbstform ist ja noch schlimmer. Ja, die Winterform, die geht wieder, ne? Die hat so einen weißen Pelz und einfach ein kleines Geweih. Also das gefällt mir wunderbar. Hier eine Abwandlung vom Mantirps, Emolga. Zu Laukarps, Cavalanzas, ein paar Pilze haben wir auch dabei.
Tarnpignon, Hustzaza, Hutzaza meine ich, Quappel, da kommen wieder jede Menge WhatsApp statt WhatsApp, WhatsApp, Voltula, also die Namen sich dann alle einzuprägen. Dann lauter Klick, Klick-Lack, Klick-Dick-Lack, lauter Zahnräder noch dabei. Ah, hier, das sieht aus wie dieser Penisfisch. Da müsst ihr aufpassen, dass der euch nicht in die Harnröhre kriegt. Da gehen wir schnell weiter, der ist gefährlich. Dann wieder ein paar komische Brocken. Ein Kronleuchter ist auch dabei. Milzer, Schafax, ja, und Max Max, also die letzte Stufe, da kommen wir auch nochmal drauf. Ein Drachen-Pokémon mit 3500. Sieht aus wie so eine Gottesanbeterin irgendwie. Dann einen verschnupften Bären, Petsnief und Silberio, den wollen wir uns auch mal angucken. Ist das dann das neue Relaxo? 2800, leider nicht. Obwohl, das Ursaring war ja auch so ähnlich, oder Rex Blizzard. Dann wieder ein paar andere komische Dinge. Schnuthelm, Hydragiel, Flunschlick. Der soll ja richtig kacke sein und auch richtig komisch aussehen. Erreicht trotzdem 2003 WP, warum auch immer. Linfu, der sieht cool aus. Der hat auch so einen bösen Blick drauf. Vishu, Shadrago, nicht Sharknado, sondern Shadrago. Den gucken wir uns auch mal kurz an. Auch ein Drache, 2,5. Ja gut, nicht der Rede wert. Hat schon einen ganz roten Kopf, ne? Ist vielleicht anstrengend, hier so zu posieren. Dann noch ein paar andere coole Sachen. Das erinnert ein bisschen an die Regis auch. Golbit, Golgantes, Gladiandri, Cesurio. Und dann hier auch Tauros ist auch wieder dabei. Bisofang mit 2600. Nicht so krass, obwohl. Dann haben wir noch, boah, das ist hässlich, das, da gehen wir weiter. Was ist das? Funifras und Funifras, der sieht wieder genial aus. Da, guckt euch den an. Schon der Blick und die Nase. So müssen Pokémon aussehen, natürlich. Was haben wir noch? Da, ein Kopf, zwei Köpfe, dann hat es drei Köpfe. Kapuno, Duodino, Drikepalo. Lauter Bundesgefaxe, Kobalium, Terrakium, das kommt auf 3600, Gestein und Kampf, auch eine gute Kombination natürlich. Dann wieder lauter, ich weiß nicht, was sie immer mit den Designs machen, und alles muss natürlich fliegen und lustig aussehen. Hier, der schwarze Ritter ist dabei, 4600, Zekrom. Inkarnationsform von Demeteros, die Tiergeistform. Dann haben wir Kyurem, weißes Kyurem, schwarzes Kyurem. Finde ich auch das Weiße eigentlich total. Naja, das Schwarze sieht schon besser aus. Fast hätte ich genießt. Und das auch eins, was über 5000 kommen soll. Hier, ihr seht 5411, das Weiße. Finde ich aber vom Design her nicht so gut, da finde ich das Schwarze sogar noch besser. Da, das ist bodenständiger, auch mit 5411. Sieht besser aus, meiner Meinung nach, hat ja jeder einen anderen Geschmack. Kadeo auch wieder verschiedene Formen. Meloetta auch wieder verschiedene Formen. Und als letztes die 649. Garnesekt, das gucken wir uns nochmal an, wie viel das hat. 3288. Eigentlich denkt man ja, am Schluss kommt immer das Heftigste, das was ganz am Ende steht, das ist das Brutalste, der Obermacker. Aber ist hier nicht so, dann hätten sie nämlich die Kyurem als letztes reinknallen müssen. Und ihr habt auch hier eine Liste der besten Pokémon von Generation 5 geordnet. Das seht ihr mal von unten, also die 20. Voldolos, Boreos, dann diese Saurier-ähnliche. Ihr könnt das euch ja alles mal durchlesen. Ich kann die Seite unten ja mal verlinken. Kaldeo, Ramot, auch die verschiedenen Formen natürlich immer. Kyurem steht hier dabei und Zekrom. Regiram. Und dann habt ihr das schwarze Kyurem und das weiße Kyurem. Und das weiße ist auf Platz 1, das schwarze nur auf Platz 2, aber haben beide genau die identischen KP und Angriffswerte, wenn die so übernommen werden, und natürlich auch die gleichen WP am Ende. Ich hätte das schwarze auf die 1 gesetzt, wie gesagt, ich finde, das sieht besser aus.
So, welche Vorbereitung kann man treffen? Eigentlich keine, denn es ist nicht wie bei anderen Generationen, dass ihr Pokémon, die jetzt vorhanden sind, schon Bonbons sammeln müsst, damit die dann eine Weiterentwicklung bekommen. In der fünften, alles was in der fünften kommt, ist eigenständig, steht für sich selber ein. Da könnt ihr laut dem Text also euch natürlich Glückseier und Sternstücke sammeln, dass ihr vielleicht da die Pokédex-Einträge effizient nutzen könnt und mitnehmen könnt für die EP. Wer viele hat, braucht das natürlich nicht, der fängt einfach wild drauf los. Und ich hoffe, sie machen das nicht wieder so, dass sie eine Welle bringen und lassen welche spawnen und dann sitzt, bevor überhaupt die erste Form sitzt, schon die Entwicklung mitten in der Wildnis und ihr fangt die, dann ist der ganze Spaß vorbei. Früher war das anders, früher war das cool. Da ist man wirklich rumgelaufen von Stop zu Stop, dann hat man gesehen, boah, da ist was Neues, hat das einmal gefangen und dann hat man das gesucht, hat das gefarmt und dann musste man das wirklich 3, 4, 5, 6, 7, 10 Mal fangen. Das war damals richtig schwer, die Bonbons zusammenzubekommen. Da gab es noch keine Buddies, da gab es noch keine gelben Bären, da gab es noch keine Sonderbonbons. Das war cool, da musste man wirklich noch was machen und Zeit investieren. Heutzutage, ihr fangt was, ihr macht es als Buddy. Ihr fangt es gleich mit gelber Beere, ihr steckt eure Sonderbonbons rein, ihr habt also im Prinzip nach einem Tag schon alle Pokédex-Einträge wieder voll. Das geht viel zu schnell, müsste so nicht sein. Das ist traurig, dass das so gemacht wird. Oder noch schlimmer, es spawnt was, ihr fangt es und dann seht ihr, oh, es ist die Weiterentwicklung von einem anderen, was ich noch nicht habe. Das sitzt dann aber 3 Meter weiter und ihr müsst es nicht mal entwickeln. Ihr müsst nicht mal mehrere fangen, ihr müsst keine gelben Bären nehmen, keine Bonbons, kein gar nichts. Es wird einfach alles hinterhergeworfen. Das finde ich leider schade, das könnten sie ändern, dass wirklich Entwicklungen was Seltenes sind und ja, man sich wirklich auf die Erstformen beschränkt. Man hat ja nun genug Möglichkeiten, wirklich Bonbons zu sammeln und die Entwicklungen zu bekommen. Da sollte man die nicht einfach so wild, also frei in der Wildnis verteilen. Das aber nur meine Meinung. Wie eure Meinung ist, könnt ihr mir ja mal unten reinschreiben und freut ihr euch auf die fünfte Generation? Welches von den gezeigten Pokémon fandet ihr jetzt cool? Auf welches freut ihr euch am meisten? Freut ihr euch generell auf die fünfte? Natürlich, wer nicht, wer das spielt, der wäre ja dumm, wenn er sich nicht freut. Und wir sind gespannt. Gestern hatte ich noch einen Bart und Haare, heute habe ich keinen Bart mehr, morgen habe ich wieder einen Bart, denn ich kann zaubern, aber das seht ihr dann nur, wenn ihr morgen die Folge guckt und gestern die Folge gesehen habt und die hier jetzt seht. Also würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Schreibt mal rein, welches ihr cool fandet. Vielleicht haben wir auch ein paar gemeinsame Lieblinge eben, wie das Schwein zum Beispiel mit der Ledermaske. Floink! Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.